Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Standard Team Deathmatch auf der Karte Whiteout. Und ich möchte erstmal meine Clan-Kollegen begrüßen. Das ist der Sacklos Wookie, der Rambo und der Black Puma. Ja, wir spielen sonst eigentlich immer Hardcore, eigentlich meist Hardcore. Ja, wenn du nach einer gewissen Zeit lang Hardcore spielen, dann auf das Standard zurückgreifst, sage ich jetzt, ist die Umgewöhnung etwas schwer. Bei Standard hast du die Abschusskamera, macht das Campen für die Gegner nicht so leicht. Ja, und auf Hardcore ist es genau andersrum. Man sitzt irgendwo, möchte seine Abschussserien vollkriegen oder nicht sterben, was auch immer, oder seine Quote hochhalten. Und dann sitzt man, wenn man kurz vor dem Erreichen ist oder Feldbefehle hat oder dem Erreichen ist von seiner Abschussserie, sitzt man halt mal doch gezielt und wartet kurz auf den letzten Kill oder so. Das ist bei Team Deathmatch nicht möglich. Da gilt es ein Bereich, wo ich jetzt gleich hingehe. Ich gehe gern in das Sägewerk, das zu verteidigen. Die Gegner sehen, wo du bist, wenn sie sich die Abschusskamera anschauen. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn du viel Hardcore spielst oder gespielt hast und gehst dann auf das Standard zurück, weil man für die Clan-Spiele halt gewisse Spiele immer einnehmen muss oder verteidigen muss, dann musst du halt mal jeden Modus gespielt haben. Und ich verteidige jetzt das Sägewerk, das ist meins. Und ja, dann tust du dir von dem Hardcore auf Team Deathmatch Standard tust du dir etwas leichter, finde ich. Die Gegner halten zwar mehr aus, aber ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Sie halten zwar mehr aus, aber dafür campen sie weniger. Sie haben die Abschusskamera, wissen, wo du bist. Sie werden wahrscheinlich versuchen, dich da wegzuholen. Und dann ist es bei Standard-Team-Deathmatch ja so, du hast nicht wie bei Abschuss bestätigt die Marken, wo du einsammeln musst. Sprich, du musst dich raus unbedingt und die Marken holen. Und ja, das ist mein 2-3-0. Und dann ist es, macht es das ein bisschen leichter. Ich werde das Spiel abschließen mit einem 23-1, glaube ich. Und ja, man muss dazu sagen, die Gegner waren jetzt nicht so der Hit. Leider sind sie, obwohl, leider, was heißt leider, sie sind lange bei uns geblieben, sind lange da geblieben. Das hat das Spiel wieder etwas interessanter gemacht. Das hat mehr Spaß gemacht. Also sie spielen schon, wenn man, wie gesagt, Hardcore gewohnt ist, wie ihr seht, versuchen sie immer wieder ins Sägewerk zu kommen. Und wenn man da eine gute Position hat und verteidigt die, ist das eigentlich ganz gut, Kills zu machen. Da also. Ich werde, wie gesagt, 23-1 abschließen. Ich glaube, zwei, drei Geschütze, den normalen Kampffeind, den Helipiloten. Und ja, das Sägewerk ist meins, da kriegen sie mich nicht raus. Und wie gesagt, die sind eigentlich recht lange bei uns geblieben. Ich werde nachher noch ein, zwei Videos hochladen. Und also wenn wir oder ich gespielt habe, und wir haben Kollegen gehabt, die was, sagen wir es, deutlich besser waren, sprich auf Hardcore oder doch viel gecampt haben. Ihre Position auf Hardcore zu verteidigen, ist so eine Sache. Du hast gar nicht die Möglichkeit, sie da wegzuholen oder Punkte zu machen. Wenn man irgendwo sitzt und du siehst, wie gesagt, du hast nicht mal die Abschusskamera, da ist der erste Kampffeind. Du hast die Abschusskamera nicht, du weißt gar nicht, wo sie sind. Das ist ein einfach, das ist. Das ganze Spiel besteht dann nur darin, sich zu opfern oder zu versuchen, die Gegner wegzuholen. Da ist die Siegchance recht gering. Und wir mussten
Team Deathmatch die Spiele wieder verteidigen für die Clan-Spiele. Ja, und da war das hier ganz gut. Jetzt sitze ich kurz, weil ich keine nur noch ein, zwei Kills brauche. Wollte den Heli-Piloten nicht opfern. Und warte drauf, dass mein Kampffeind die letzten zwei Kills macht. Und ja, da kommt er jetzt gleich. Und ja, wie gesagt, die sind recht lange da geblieben, waren jetzt nicht so der Hit. Ich habe später mal mit einem geredet. Die spielen viel Standard oder fast nur ausschließlich Standard Team Deathmatch, weil sie sagten, das Hardcore ist zu schwer, wie ich gerade sagte mit den Campern, und man stirbt halt doch recht schnell, sprich wenn man durch Wände schießt und so weiter. Aber probiert es, spielt eine gewisse Zeit lang nur Hardcore und greift dann auf das Standard Team Deathmatch zurück. Ihr werdet sehen, die Spielweise wird sich so ändern, das wird sich so anpassen. Ihr spielt ganz anders, und dann, wenn ihr das auf Standard umsetzt, das ist brutal. Also fängt an beim Waffen einstellen, beim Schauen, wie du schaust. Du wirst das Spiel ganz anders spielen. Also wir haben gestern auch beschlossen, wir werden des Öfteren jetzt am Standard Team Deathmatch spielen. Und ja, jetzt keine Muni mehr, jetzt muss der Heli raus. Und der hat noch einen Vorteil beim Standard. Es laufen ziemlich wenig Gegner mit eiskalt rum, wodurch man gut mit dem Thermal spielen kann. Und ja, und vom Heli, man wird gesehen, man hat, die Leute haben weniger Störer drin und so weiter. Was ein bisschen schade ist, haben sie mir später die Atombombe versaut. Du kriegst, wenn du ich glaube, ein paar 20 Kills machst, ohne Abschussserie kriegst du die Atombombe automatisch, ohne durch Feldbefehle. Hätte ich fast schaffen können, aber mir ging die Muni aus und so weiter. Dann musst du auf die Helis zurückgreifen. Ja, und dann ist das weg. Aber Hauptsache, das Team gewinnt das Spiel. Und das Spiel hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich werde nachher noch eins hochladen oder zwei, wo sie die drin geblieben sind. Und ja, das war ein reines Gemetzel. Da sind schon ein paar, fast 20. Und ja, ich lebe noch, ich sitze da immer noch. Wenig Munition ich habe, aber noch da, die Ripper habe ich noch. Die Ripper ist auch nicht schlecht. Ist eine Download-Waffe, wo beim Kartenpaket dabei war, glaube ich. Ja, der killt mich jetzt dann. Nee, doch nicht. Ja, der rennt mit Akimbo-Waffen durch die Gegend auf Standard. Also, ihr seht, wer spielt auf Standard mit Pistolen Akimbo, ist nicht so gut. Ja, das Spiel war richtig gut. Ich glaube, ich krieg jetzt nachher gleich nochmal einen Heli. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Ist schon 65-37. Und 75 ist Standard Team Deathmatch vorbei. Ja, probiert das aus. Spielt eine gewisse Zeit lang Hardcore. Die meisten von euch werden es tun, kennen sich aus. Und bin ich mir sicher, sind ja lauter Profis unter euch. Ja, und dann greift auf das Standard zurück und spielt das eine gewisse Zeit lang. Ihr werdet sehen, wie sich das alles anpasst. Ihr spielt ganz anders und bleibt halt stehen. Und dann macht das auch wieder Spaß, wenn man verbissen, also so haben wir es festgestellt, das Hardcore spielt und dann sitzen sie überall auf den Dächern, wo sie übersitzen können, durch Wände durchschießen und so weiter. Da ist das mit dem Spaß schnell vorbei. Auf Standard hat man das alles nicht. Und da 22-1, jetzt ist es gleich vorbei. Ja, das soweit, das wollte ich euch zeigen. Die Wookies sind Maschinen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Jetzt machen die Autos draußen Lärm. Sapperlot. Und wünsche euch weiter viel Spaß. Haut rein, lasst es krachen und lasst euch nicht die Lust am Zocken nehmen. Durch Camper, Booster und was weiß ich was alles. Gell? Viel Spaß noch, ich grüße euch. Ciao, euer Wookie.